Was ist die Umsatzsteuervoranmeldung? Boah, was für ein ödes Thema. Vielleicht hilft das ja. Damit das Finanzamt nicht das ganze Jahr auf Ihre Steuerzahlungen warten muss, müssen Sie Ihre Umsatzsteuer immer im Voraus bezahlen. Ob Sie das jetzt monatlich oder quartalsweise machen, hängt davon ab, wie viel Umsatzsteuer Sie im Vorjahr gezahlt haben. Was vielleicht noch wichtig ist, Sie müssen die Umsatzsteuer immer bis zum 10. Kalendertag des Folgemonats angemeldet und überwiesen haben. Ich erkläre es mal kurz an einem Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, Sie haben sich einen Firmenlaptop gekauft. Der hat 1.190 Euro gekostet. Der Preis setzt sich zusammen aus dem Nettowert, 1.000 Euro und 19% Umsatzsteuer. Im gleichen Monat haben Sie aber eine Rechnung geschrieben von 5.000 Euro netto. Darauf mussten Sie 950 Euro Mehrwertsteuer berechnen, also 5.950 Euro. Diese 19% müssen aber an das Finanzamt zurückgezahlt werden. Und da Sie die 190 Euro von dem Laptop bereits gezahlt haben, können Sie die davon abziehen und kommen auf einen Betrag von 760 Euro, die Sie letztendlich an das Finanzamt zahlen müssen. Ganz einfach, oder?